Können Sie dann noch mal den Tag beschreiben, an dem Sie in Gefangenschaft kamen? Den Tag beschreiben? Ja, das ging ja dann morgens aus dem Kasematten raus. Da ging es zurück nach Hatzenum. Wie heißt der Ort? Hirschzahn. Nach Hirschzahn, in die Schule. Da waren wir vorher schon als Soldaten. Ja. In dieselbe Raum sind wir wiedergekommen, aber als Kriegsgefangene. Da mussten wir alle auf der Erde liegen bleiben. Und da hat er uns so ein bisschen erzählt. Und dann ging es weiter. Innerhalb zwei Stunden kamen LKWs und die haben uns schon nach Richtung Frankreich, nach Trier, Richtung Trier. Da haben die uns irgendwo im Gelände, haben die uns dann ausgeladen. Da war ein großer Platz, da waren vielleicht 1000 Mann rundum mit Stacheldraht eingesperrt. Ja, und da kamen wir bei. Aber den ersten Tag haben wir nichts gekriegt. Den zweiten Tag hatten wir das erste Mal was zu essen gekriegt. Und da wurde es dann am nächsten Tag, wurden wir wieder verladen, da ging es nach Trier. Da haben wir nur übernachtet, kamen wir nachts an und mittags sind wir wieder in den Zug, das bis sie mir nach Stenay in Frankreich, bis dahin gefahren worden. Da waren wir wieder zwei Tage. Da sind wir wieder sortiert, da sind wir immer auseinander, dass keiner den anderen kannte. Da hatten die große Listen, dann haben die aufgerufen, der musste da ausgehen, der andere musste da ausgehen. Da waren keine Gruppen mehr beieinander, da kannte keiner den anderen.